Ter Stegen, Piqué, Puyol, Alba, Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Suarez, Ronaldinho und Messi. Casillas, Ramos, Pepe, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Özil, Bale, Benzema und Cristiano, ey. 22 Spieler von Ronaldos und Messis Prime bei Real und bei Barca. Und aus den 22 Spielern suchen wir jetzt die Top 11 aus. Ich glaube, wir haben uns die Köpfe einpippen heute, ey, oder? Härtefälle vorprogrammiert. Bastelstunde bei Diago 90. Stefan war shoppen und hat alles bereit gemacht für unsere 11. Ist unmöglich, da überhaupt einen rauszustreichen bei allen, ja, die ich jetzt von dir gehört habe. Wir haben auch noch Snaps. Die müssen wir noch ganz kurz mit reinbringen. Und das ist Neymar. Ach du meine Güte. Ja, Neymar ist noch nicht mal mit dabei in der, man muss in der Elf von Messi. Er hat es nicht in den Kader geschafft. Also könnt ihr mal sagen. Aber Ronaldinho, Suarez, Messi vorne drin. Wen willst du da rausnehmen für Neymar? Also er ist im nicht Mittelfeld, mal der näheren Auswahl. Busquets, Xavi, Iniesta. Das tut schon weh. Bei Real könnte man über Di Maria diskutieren. Auch, ja, ein Spieler, der eigentlich, ja, häufig dann ein bisschen abfällt. Gerade wenn man so die damalige Zeit denkt. Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Ja, Di Maria auch ein geiler Spieler. Ja. Also es gibt wahrscheinlich auch viele, die Özil da vielleicht dann nicht unbedingt drin sehen oder die sagen, ey komm, nimm Bale raus. Aber Cristiano, der hat auch Özil geliebt. Wissen wir. Der Gewinner darf den ersten Stammball-Torwart, okay? Okay, wir Stammball-Torwart. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, du gewinnst. Casillas oder Ter Stegen? Super hart. Wenn wir uns mal die Titelausbeute von den beiden angucken. Beide 5 spanische Meisterschaften. Casillas 4 Champions-League-Titel. Marc-André Ter Stegen 1. Sprich ganz klar für Casillas. Gleichzeitig muss ich wirklich sagen, dass zwischen den Pfosten ist Marc-André Ter Stegen ein brutaler Fußballer. Und dazu kommt eben, dass der vielleicht ein bisschen zu wenig gewürdigt wird bei uns hier zu Hause. Und deswegen Marc zwischen die Pfosten. Ter Stegen einfach der Messi bei Barca im Tor. Wie es alle sagen, ne? Wird hoch angesehen da in Barcelona. Ja. Yeah. Andererseits Casillas, da kommen bei mir die Kindheitserinnerungen hoch. Ne? Iker, weißes Real-Trikot und im Tor kann nur einer stehen. Iker Casillas. San Iker. Ich weiß nicht, San, so diese Vorsilbe, die bedeutet ja auch irgendwie, dass San Miguel. San Miguel, genau. Ja, genau. Dass er irgendwie so heilig in die Richtung eines Heiligen unterwegs ist. Und Casillas haben wir im Kopf als die Legende von früher, die Koryphäe, so, mit der wir groß geworden sind. Die war magisch, die war untouchable. Aber ich sag dir, Ter Stegen ist was Ähnliches für die, die heute diesen internationalen Fußball, die mit dem aufgewachsen sind. Ja, vielleicht sagt man das in 5 Jahren, ne? Wenn er nicht mehr spielt, sagt man, boah, das war der beste Keeper, der jemals bei Barca gespielt hat. Würde man aktuell ja sagen. Ne? So ein Victor Valdez war jetzt nicht besser, weil wir haben ja auch Ter Stegen, kleine Auswahl. Da kannst du dich jetzt um Kopf und Kragen reden. Ich hätte Punkte, die für Ter Stegen sprechen. So ein bisschen der retro-romantische Faktor in mir, der spricht so ein bisschen für Casillas, einfach für die damalige Zeit. Komm, der geht an dich. Geht an mich? Gehen wir mit Casillas? Wir machen Casillas. Okay, stopp. Dreier- oder Viererkette? Da müssen wir uns jetzt drauf einigen. Schwierig. Beide Teams haben in ihrer Prime schon mit Viererkette gezockt. Ja, ich würde mit einer Dreierkette spielen. Wenn du hier nach vorne schaust, dann haben wir hier einfach eine größere Weltklasse noch, als wir sie hier hinten haben. Okay, gehen wir mal rein. Wer für mich auf jeden Fall gesetzt ist, sind ganz klar 2 Verteidiger. Das sind die absoluten Leader, die absoluten Anführer, die Kabinenkönige. Bei einem sind wir uns einig. Sergio. Dieser Kopfballtreffer, Champions League Finale 2014 gegen Atletico Madrid, damit er die in die Verlängerung gerettet hat und den ersten Champions League Titel für Cristiano Ronaldo mit Real Madrid in die Wege geleitet hat. Ramos einfach eine Maschine auf seine Art des Spiels, diese Provokation, diese Aggression. Ramos brauchen wir nicht diskutieren. Da hast du gesagt, 2 sind aber für dich gesetzt. Ja. Der zweite. Wo wir bei Capitano Anführer sind. Carles Puyol, in La Masia groß geworden. Nie der Talentierte, nie der Supertalentierte. Musste sich überall durchkämpfen. Aber hat so eine Liebe, so eine Verbundenheit mit diesem Verein gespürt. Er lebt Barca komplett. Und genau diese Spieler, die kannst du dir nicht kaufen. Wenn du so jemanden in der Mannschaft hast, der einfach so, ja, verantwortungsbewusst ist, der einfach so den Verein und die Werte des Vereins so auf den, ja, Platz bringt, ne? Der quasi immer wieder antreibt, pusht und auch selber so demütig ist wie Puyol. Sowas gibt es gar nicht mehr häufig, finde ich. Ne? Meske und Club, das kannst du nicht kaufen. Das ist Puyol. Wirklich, Puyol, Ramos und wir müssen natürlich dann noch in der Innenverteidigung einmal über Pepe. Wahnsinn. Das ist pure Gewalt. Und über Piqué reden. Naja, der konnte auch ein bisschen gut zu erschienen, muss dann sagen. Aber der kam schon meistens mit dem Hammer um die Ecke, der Portugiese. Ja, Piqué hat auf dem Platz Spieleröffnung begnadet, auch besser, ja, als Puyol. Ramos und er wären schon die 2 Spielstärksten da. Hat sich auch komplett identifiziert mit seinem Verein. Also das macht die ja auch alle irgendwie aus. Auf der Bank hätten wir jetzt noch für die Verteidigung Marcelo, Alba und Alves. Und ich muss sagen, ja, der Mann hier, der ist einfach purer Wahnsinn. Alba, der spielt ja mit Messi immer noch bei Inter Miami, mit Suarez zusammen. Aber was die da einfach immer noch veranstalten mit ab auf die Grundlinie, Ball nach hinten, jeder weiß es, trotzdem klappt es. Form von Weltklasse. Ein Traum, die über Jahre eingeschliffen ist, die so erfolgreich ist. Auf der anderen Seite Dani Alves. Ja. Er hatte, glaube ich, 3-4 Saisons hintereinander, wo der 2-stellig aufgelegt hat als Rechtsverteidiger. Der hat diese Position neu erfunden. Der war ja quasi dieser moderne, komplett hochschiebende rechte
der Außenverteidiger. Immer wieder Vollgas, immer wieder überlaufen im Dreieck, im Zentrum, mit Busquets, Xavi, Iniesta spielen. Und dann hast du auf der anderen Seite, bei Real hat es Marcelo ja genauso gemacht. Ja. Er hat einfach nochmal mehr seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Ja. Oder er hat ja auch, der hat ja auch so linke Flügel-Vibes gegeben. Der war Ronaldos bester Fußballkumpel. Auch mal gern aus Brasilien, aus dem Sommerurlaub, mit ein paar zu viel Kilo angereist. Aber die waren auch schnell wieder runter. Waren sehr schnell wieder runter. Ja. Was er vielleicht defensiv auch nicht zugelaufen hat, hat er offensiv dann einfach ja, Leidenschaft wettgemacht. Wenn wir uns auf eine Dreierkette einigen, weil wir sagen, wir haben vorne einfach noch richtig viele starke Spieler. Tun die wir kommen. Das. Puyol, Ramos sind gesetzt. Ich würde Marcelo nebendran klatschen. Alves und Alba überragend, die haben wir als Backup. Und damit lichtet sich das Feld etwas. Wir gehen rüber ins Mittelfeld. Casemiro, Busquets, Kroos, Modric, Xavi, Özil, Iniesta. So der Abräumer vor der Abwehr, das ist eine Frage zwischen Casemiro und Busquets. Genau. Also einer, der einfach diese defensive Stabilität bei dieser ganzen galaktischen Truppe einfach der immer wieder gewährleistet, der da quasi diese ehrliche Arbeit reinbringt. Ja. Ne? Sergio Busquets, das ist einer der Rekordspieler Top 5 beim FC Barcelona. Unauffällig, dass du ihn eigentlich fast immer übersiehst. Steven Gerrard, der hat gesagt, du hast versucht, Sergio Busquets zu pressen, den unter Druck zu setzen und es hat nicht geklappt. Nie. Und irgendwann resigniert man. Wie bei Kroos, nur mit dem Unterschied, dass er es auch quasi am Ball gemacht hat. Selten sieht man jetzt, dass Kroos wirklich mal zwei Mann durch den... Er geht gerne mal eine Gegend Bewegung macht er, das macht er auch stark. Aber Busquets wirklich auch mit den Skills auch noch. Ja. Ne? Das unterschätzt man mit der Größe. Casemiro raus. Busquets für uns beide gesetzt. Das ist safe. Jetzt haben wir Xavi, Iniesta, Kroos, Modric und dann einen absoluten Feingeist. Bouncing Özil. Dann lass uns doch erstmal über die Gehirne der beiden Teams sprechen. Ja, also ganz klar, Xavi und Kroos. Ne? Die Denker, die Taktgeber, die Metronome beider Mannschaften. Ja. Da so die Frage, deutsche Brille, schreibt mich natürlich direkt an. Kroos ist gefühlt mittlerweile der erfolgreichste aller Zeiten. Das ist auf ganz hohem Niveau jetzt ein Schlagabtausch. Kroos, seit Jahren liefert er diese 90% plus Passquote. Mit dem hat Real über Jahre hinweg Erfolg. Der hat sich nochmal neu erfunden. Von dieser etwas offensiveren Achterrolle hin zu dieser tiefen Spielmacherrolle jetzt. Damals unter Pep Guardiola, Xavi, derjenige mit den 8 Schulterblicken und mehr, bevor er den Pass überhaupt bekommt. Das hat schon nochmal, und das ist vielleicht ein Unterschied zu Toni Kroos, so mein Geschmack hat Xavi wirklich damals das Spiel nochmal verändert. Vorreiter von dieser Rolle auch gewesen. Für das Game selber nochmal ein größerer Impact, als ihn Toni Kroos wahrscheinlich dann weltweit hatte. Auch wenn es super, super knapp ist, ich da tatsächlich auch Xavi hinstellen. Ich meine, Modric auch krass, was der im aktuellen Alter immer noch abreißt. Modric ist 38. Ballon d'Or hat er 2018 gewonnen. Und wie viele wichtige Aktionen hatte der auch bei diesen Champions League Spielzeiten von Real Madrid, wo er dann einfach in 90 plus 3 noch so einen Außenriss zaubert, woraus ein Tor entsteht. Dann hast du aber auf der anderen Seite eben wieder Andres Iniesta. Die zwei Spieler, was die ausstrahlen, du kannst die immer anspielen, beide. Ja. Iniesta mit einer Leichtigkeit finde ich nochmal ein bisschen leichter aus als bei Modric. Ja. Und hat auch so einfach diesen Anstrich von Kunst. Und gleichzeitig dieses Unprätentiöse. So dieses, hey, ich mache hier eigentlich nur meinen Job. Nach wichtigen Toren geht er nach dem Spiel erstmal zu seinem Vater, komplettes Stadion ist eskaliert, fragt er, war das jetzt wirklich so toll? Auf dem Platz hat es sich gar nicht so angefühlt. Aber dem fehlt doch auch eine Synapse, oder? Sorry, aber ich habe immer das Gefühl, wie kannst du so ruhig bleiben? Ich beim Zugucken drehe ich zu Hause auf der Couch am Rad und der chillt da im Camp Nou, als wäre das einfach ein bisschen Playstation. Ja. Und deswegen gehörst du für mich auch da rein, ey. Ja. Also Luka Modric, Weltklasse Ballon d'Or-Gewinner. Dieses Triumvirat, diese Troika, die muss zusammenbleiben. Ich bin weder Real noch Barca-Anhänger. Einfach, ich liebe Fußball. Dieses Mittelfeld aus Iniesta, Busquets, Xavi, das hat für mich auch einfach nochmal, das habe ich noch nicht gesehen, das war wirklich, wie so ein Orchester, da war einfach alles an seinem Platz. Das ist eigentlich Fußball, da passieren Fehler. Bei euch passieren aber keine Fehler. Und ihr habt das gespielt, das war für mich nochmal schöner als der Real Madrid Fußball. Das war damals, jedes Wochenende war ein Spielfilm. Aber apropos schöner, ein Mann, der hat vielleicht jetzt nicht so eine kranke Ära geprägt, wie jetzt alle anderen hier im Mittelfeld. Özil, ich kenne im Mittelfeld kaum einen anderen Spieler, der mir so diesen Vibe gegeben hat, morgen bei dir 15 Uhr im Vorgarten einfach zocken. Ja. Für diese ganz kleinen Momente hatte der so ein besonderes Gefühl, so diese Spieler auch durch die Beine von Gegenspielern. So. Der wusste ganz genau, wann die kam. Der hat es gemacht. Ich finde es so schwer. Geht mal raus und versuch's. Der hat es einfach mit dem ersten Kontakt. Der sieht im Augenblick, kommt da jemand antippen und dann geht er zwischen den Beinen durch, nicht rechts, links vorbei und er läuft einfach dran vorbei. Ganz genau. Aber wir haben hier nur eine 10er-Position frei. Dann lass uns doch einfach mal gucken hier. Özil, Wahnsinn. Love the game you played. Aber Ronaldinho. Also wenn ich nur ein Veto habe in dieser ganzen Runde. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Dieses Tor mit dem Außenriss gegen Chelsea, wo am 16er, an der 16er Kante, bisschen Waka Waka. Wieder am Außenriss, einfach durch eine Lücke, die es nicht gab. Peter Cech, der sucht heute noch seinen Helm. Wahnsinn, das Ding links. Ich kann schon nicht mehr nach 5. Hüfte gebrochen. Ja. Safe. Und Ronaldinho macht ja auch weiter. Das hat er einfach im Blut. Der hat diesen Swagger einfach gepachtet. Und Mesut,
Natürlich hätten wir dich da auch gern drin gesehen. Nicht umsonst einer der Lieblingsmitspieler von Ronaldo. Cristiano spricht ganz oft in höchsten Worten von Mesut. Vorne Bale, Suarez, Benzema. Wen nehmen wir da? Boah, auch ein heftiges Trio. Ne? Hier ist Tempo und Golf am Schlüssel. Hier ist der stabilste Bart in der ganzen Runde. Gehst aber in die Saudi League, hat für mich auch so ein Geschmäckle. Wir haben jetzt noch einen von den dreien, die wir bringen können, weil Messi und Ronaldo natürlich gesetzt sind. Wenn du mich fragst, Bale auch krasser Stürmer, was der für Tore geschossen hat. Ey, das waren diese Dinger, der läuft einen Kilometer und allein mit dem Ball, dann zieht er den drauf. 30 Meter, kein Problem für mich. Trotzdem für mich Benzema, Suarez einfach nochmal. Zwischen den beiden entscheidet sich. Bale für mich raus. So oft schon weg gewesen bei Real. Jeder hat immer gesagt, ja, Benzema, komm, verlier, ja, Benzema, reicht nicht. Der war immer da, der hat sich immer durchgesetzt. Und was ja das Interessante ist, was Benzema für Ronaldo ist, war Suarez für Messi so, ne? Wenn es hart auf hart kommt. Suarez für mich einfach der Unberechenbare. Für mich ist Suarez einfach ein Fass, jeden Moment explodieren kann. Wirklich, also der hat so viel Dynamit in sich. Der hat ja auch diese Schwere so und dann plötzlich zieht er wieder einen Sprint an und knabbert an den 40 km/h. Und dann hat er diese Saisons bei Liverpool eine, wo er über 30 Tore, über 15 Vorlagen macht. Bei Barca hatte der eine Saison, wo er 40 Tore schießt, neben Lionel Messi und gleichzeitig noch 15 auflegt. Das ist auf ganz, ganz hohem Niveau, dann nochmal das, was du sagst, dieses Unberechenbare, dieses Dynamit. Zack, wir nehmen Suarez. Luis Suarez. Wir haben unser 3-4-3 mit Raute, progressiv, modern. Stefan, letzte Worte gehören dir. Schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, was ihr denkt. Wen würdet ihr hier in die Elf setzen, anstelle von dem, was wir gemacht haben? Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vamos!